Aber ich weiß nicht, ob ihr es ungefähr erkennen könnt, aber das ist ein so ein Bauwagen von der Polizei. Hier sind sämtliche Ersatzteile und Teile drin. The only good system is the sound system. Wahre Worte. Ich hab's mir von vornherein schon gedacht, wir sind nicht alleine. Hinter uns sind noch andere. Und die hören sich nicht an wie Ohrwechsel. Ja, lass da doch Leute sein. Was? Lass da doch Leute sein. Ja, wo willst du denn noch da hin? Das endet da hinten in einem aktiven Bahntunnel. Willst du dich vor die Bahn werfen oder was? Immer noch kein Ende in Sicht. Langsam zweifle ich daran, dass es auch jemals ein Ende nimmt. Ich glaube, diese ganze Stadt ist unterkellert. Mit Bus, Tunneln. Das ist doch geisteskrank. Wie viele Busse sind das? Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Heiko, Luca und Stefan unterwegs in Belgien, in einer belgischen Großstadt. Mitten in der Großstadt hier diesen Weg hinunter. Ja, das ist bei dem ganzen Solstichvoll. Ich muss mal gerade Licht machen, ich bin jetzt nämlich drin. Soll es sich wohl um einen Bustunnel handeln? Ich würde sagen, das schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Bis gleich. So, hier befindet sich nämlich unser Eingang. Diese Tür, die einfach aufsteht, mitten in der Innenstadt von diesem riesigen Städtchen hier. Kleine Stadt ist es nicht. Und hier hängt auf jeden Fall eine Alarmanlage. Zumindest eine Alarmmeldebox. Und ich versuche jetzt mal irgendwie zu zeigen. Da leuchtet noch was drin. Ja, 3.1. Introduire. Wir sind übrigens im französischsprachigen Teil von Belgien. Sprich, ich verstehe leider absolut nichts von dem, was hier steht. Gucken, hier kommt kein Auto. Gehen wir mal weiter im Konzept. Und klappen hinüber. Ja. In dem Tunnel hier stehen wohl diverse alte Busse. Da vorne kann ich schon die ersten erkennen. Ihr seht zwar gerade noch nur schwarz, aber machen wir einfach mal Lumos. Und da steht tatsächlich ein Bus, aber da ist Stefan drin. Was haben wir denn hier links? Wo geht's denn hier links rein? In welch? Was für Gewölbe? Stehen da auch noch Busse? Oh, tatsächlich. Das Ganze scheint wohl ein bisschen größer zu sein hier. So, die Mädels hier tümmeln sich irgendwie um den ersten Bus. Deshalb mache ich jetzt mal mein eigenes Ding und gehe ein bisschen weiter hier durch. Da vorne steht nämlich schon wieder der nächste Bus. Der sieht auch in dem, der hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr ramponiert und zerstört aus. Aber hier, das gute Gefährt sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Naja, gut, auch schon ein wenig angefrackt. Vantool. Sagt mir nichts, dieses Busunternehmen. Beziehungsweise der Hersteller. Schauen, ich muss mal hier rüberlaufen. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Hütchen ist. Das Wachdiensthütchen. Da wartet die Security schon auf uns. Boah. Ja doch, den haben sie gut zerfrackt, den Bus. Hier liegen Reifen drin. Das ganze Ding ist voll gemüllt. Hier liegt alles Mögliche an Müll drin. Da kannst du ja gar nicht einsteigen. Und hier liegt Verkleidung vom Bus. Ich würde sagen, das gehört zum Heck. Ja. Ah, hier, ganz viele Reifen liegen hier drin. Mal schauen, dass wir gleich dann in den Bus vorne reinkommen, gegen dem Ende, wenn wir uns hier Richtung Ende in dieser Location neigen. Aber jetzt sind wir noch ganz am Anfang. Dann lanciere ich mich mal hier durch. Aber, ja, kein komfortabler Bus. Ne? Es erinnert mich so ein bisschen an so einen alten russischen Bus. Ich bin hier auch ein bisschen vorsichtiger drin, weil hier gerne mal Junkies drin hausen. Und da habe ich eigentlich keine Lust drauf, eine Konfrontation mit Junkies zu haben. Klar, es gibt auch nette Junkies, aber man muss es nicht unbedingt provozieren. Aber ich weiß gar nicht, was hier gerade vor mir sich aufbaut. Hier steht einfach nur ganz, ganz viel Müll. Und was ist das da? Ist das eine Front von einem Bus? Hier liegt auf jeden Fall irgendeine Art Plane und hier steht ein Häuschen. Tech. Ach, das wird wahrscheinlich das Busunternehmen der Betreiber gewesen sein.
Der hier, das ist so ein Tickethäuschen. Aber was ist das denn hier? Das ist eine alte Tram, glaube ich. Tatsächlich, die haben die Räder demontiert und das reingestellt. Das ist eine alte Tram. Straßenbahn, U-Bahn. Würde ich jetzt echt mal behaupten, dass es eine ist. Zumindest weiß ich nicht, was das sonst sein könnte. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Tram. Hier liegen Ziegel oder irgendwelche Platten. Und hier steht ein Teil von einem Bus. Das ist, glaube ich, die Front, ja. Hier steht die abgerissene Front von einem Bus. Noch mit Lenkrad. Und die Linie, welche Linie es gefahren ist. Die S gefahren ist, die R gefahren ist. Ich möchte jetzt sagen, aber diese Kisten hier, die sehen in meinen Augen noch ziemlich neu aus. Hier sind sämtliche Ersatzteile und Teile drin. Und hört ihr das? Hier brummt es vor mir, hier ist noch Strom. Aber sämtliche Ersatzteile, in dem Fall jetzt hier für Iveco-Busse, Iveco-Parts, alles voll mit Iveco-Parts. Boah, sind die Dinger schwer. Alles noch original verpackt. Hier irgendwelche Dämpfer. Glaube ich zumindest, dass sie das sind. Aber wirklich alles voll mit Ersatzteilen. Kistenweise. Das ist doch kein Wunder, dass das so neu aussieht. Ich denke mal, dass das hier tatsächlich auch genutzt wird aus dieser Halle. Das sieht mir auch so ein bisschen bereitgelegt aus, finde ich. Auch hier. Außenverkleidung für diese Van-Toll oder Van-Hull-Busse. 3M Scotchlight ist da hinten. Das sind solche Reflektorstreifen, also irgendwelche reflektierenden Sachen. Hier Renault-Teile. Renault und Iveco schon wieder. Und hier was von Brembo. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Bremsen zu tun, weil... Was haben wir denn hier drinne? Ah, hier. Dichtung. Gummidichtung. Aber... Sämtliche Ersatzteile. Alles original verpackt. Oder ist in dem Renault-Teil hier noch? Ja gut, vieles haben sie wahrscheinlich schon geklaut. Hier ist auf jeden Fall die Folie, die für die Busse ohne Matrix oder Straßenbahn ohne Matrix dann halt draufgeklebt worden mit den Haltestellen, beziehungsweise Anfangspunkt und Endhaltestelle. Okay. Bin ich hier etwa doch nicht alleine? Ah ne, das war Heiko, der da oben links ist. Hier stehen, ja, Trams. Mal wieder Straßenbahn. Und die ist nicht zugemüllt, glaube ich. Wir gehen einfach mal rein. Oh ja. Oh ja. Hier stand der Steuermann. Leute. Volle Fahrt voraus. Ne, ich glaube, das ist die Bremse. Ne, Kurbel. Das ist eine Kurbel für... Keine Ahnung. Kann ich nicht mehr erkennen, was da drauf steht. Gucken wir, wie das mit der Taschenlampe so ein bisschen alles ausleuchten kann. Das geht da hinten noch ganz gewaltig weit. Und überall hier am Rand auch wieder irgendwelche Teile von den Bussen. Und hier ist wieder eine Tram. Ich glaube, das ist sogar eine tatsächlich sehr, sehr historische Tram, die offen gefahren ist. Die erinnert mich ein bisschen so an die Trams, die durch San Francisco fahren. Oder was meint ihr? Das fährt heutzutage, glaube ich, nicht mehr hier rum. Außer natürlich halt aus museumstechnischen Angelegenheiten und in San Francisco. Und hier, meine Damen und Herren, haben wir den Wagen der Staatsmacht, den Polizeibauwagen. Ihr glaubt es mir vielleicht nicht, dass er von der Polizei ist, aber das werde ich euch jetzt einfach mal bestätigen oder ja, beantworten. Police. Auch wieder zugesprüht. Boah. Muss echt aufpassen, wo du hintrittst. Hier ist ein Tisch. So ein kleines Regal und dann gehst du hier nach links herum. Öffnest diese Türe und
kann es erstmal, pfui, gepflegt ein abseilen. Dann schließt man diese Schranktüre. Und landet im, würde ich sagen, Aufenthaltsraum. Aber ich habe keine Ahnung. So Leute, ich habe mich mal ganz elegant hier auf den Boden gekniet, muss mir mal schnell durch die Haare wischen, stelle fest, dass ich schon wieder aussehe wie, weiß ich nicht, ein Wesen, was völlig zurückgeblieben ist. Über mir fährt irgendwas Lautes oder neben mir ist ein U-Bahn-Tunnel, ich weiß es nicht. Am Ende des Tunnels befindet sich hinter mir gerade ein Licht, aber ja, ich habe es ja gerade eben schon gesehen, hinter mir geht der Tunnel einfach noch endlos weiter. Das ist eine Halle voll mit Bussen, Trams und Ersatzteilen. Das ist, ich weiß gar nicht, in was für einen Wertbereich wir uns bewegen. Weil Ersatzteile gerade für LKWs kosten schon gut Kohle, würde ich behaupten, weil so ein LKW an sich ja auch nicht mal 2 Mark kostet. Also das ist wirklich verblüffend, dass das hier alles so offen rumsteht. Ich meine, ihr habt es vorne gesehen, die Türe ist einfach auf. Mitten in der Innenstadt einer belgischen Großstadt, ich weiß nicht mit wie viel 100.000 Einwohnern, geht diese Auffahrt runter, beziehungsweise die Einfahrt, und da steht dann diese Tür auf. Also, ich kann mal gerade meine Taschenlampe rausholen, die haben weitere Lichtkegel. Da hinten stehen bestimmt noch 4, 5, 6, 7 Busse. Und hier überall Ersatzteile. So, als ich hier gerade mal wieder ganz gekonnt eine cinematische Aufnahme gestellt habe, habe ich hier einfach mal so ein bisschen hingeleuchtet in die Richtung und habe festgestellt, dass hier links Sitzpolster liegen und Ersatzteile. Und da sind übrigens auch Ersatzteile. Und falls ihr es noch gar nicht wusstet, sind hier Ersatzteile gelagert in dieser Halle. Und übrigens auch Busse und Trams, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aber nee, Spaß beiseite. Das geht endlos weiter da hinten. Und hier stehen Zapfsäulen. Zapfsäulen. Ja doch, Zapfsäulen. Tanksäulen. Zapfsäulen? Ach, weiß ich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Damit, wo man seinen Kfz auftankt. Super Plus 98. Das finde ich wirklich sehr krass. Sehr erstaunlich, was hier alles steht. An Werten, wie ich es eben auch schon mal gesagt hatte. Hier stehen irgendwelche schwarzen Gefäße. Und auch wieder Auspuffanlagen, glaube ich. Alter. Das. Junge. Wisst ihr, was es mit diesen Deckeln auf sich hat? Die sind auf der rechten Seite überall gestapelt. Also, ja, Tank, Power, ne, Pfand, Font, Bosses und Duidis. Falls einer Französisch kann oder weiß, was das ist, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du das oder ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Das würde mich eigentlich schon mal interessieren, warum da gerade so viel von hier gelagert wird. Zerkloppt der Bus hier. Ach du Scheiße. Ohne Frontscheibe, weil die zertrümmert wurde, sieht das Ding ja mal richtig bekloppt aus. Und wieder irgendwelche Fahrkartengerätschaften. Und ein Tickethäuschen und Ersatzteile. Und eine wirklich unförmig komisch aussehende Tram. Der Bus hier sieht wirklich noch ganz nett aus. Aber das hier, den finde ich viel interessanter. Der sieht aus wie ein alter VW T1 von vorne. Da möchte ich auch gerne mal reingehen. Wenn der nicht auch voll mit allem Scheiß ist. Nee, das nicht. Der ist dafür aber so gut wie entkernt worden. Ja, hier wurde alles Wertvolle rausgerissen. Weil das auch wahrscheinlich ein Bus ist, der im Museum steht. Weil der wirklich sehr, sehr alt sein wird. Aber hier kann man sich schon vorstellen, wie hier damals die ganzen Leute durch Belgien gefahren sind in ihren Bussen. Was hat es hier mit auf sich? Das Fahrkarten oder so etwas. Aber der Bus hier, der sieht echt noch knackig aus. Da ist noch alles drin in dem hier. Da ist der Motor, wurde der Motorraum geöffnet, aber sonst scheint der hier noch komplett bestückt zu sein. Mit allen Sitzgarnituren, Festhaltgerätschaften und auch noch dem Lenkrad. Nee, leider fehlt das Lenkrad. Und die Türschaltung.
Obwohl, das haben die hier alles eingebaut, auf der Seite. Ich habe Omsi gespielt, da war das irgendwie alles da. Tank ist leer. Ist da hinten auch schon wieder ein Bus? Ach du Kacke, nee. Hier sind solche Zäune, Absperrungen in Stühle. Ja, und da hinten sind schon wieder Busse. So, dann, ja, blauer Bus. Irgendwelche Motorteile, glaube ich. Da ist ein roter, kaputter Bus. Da gehe ich nicht hin, weil die Halle hier sieht nur ein bisschen interessanter aus, weil hier stehen mehr Busse. Blauer Bus ist, na, ich kann euch immer hochheben. Ja, ich glaube, der ist so gut wie entkernt. Ja, ist da hinten so ein Tisch drin. Vielleicht war das mal ein Reisebus. Der ist auf jeden Fall recht lang und ja, ich habe ja gehofft, dass das Ganze mal ein Ende nimmt, aber nein, im Gegenteil. Ein Bus nach dem anderen und das Ding hier ist historisch. Das Ding hier ist aber wirklich historisch. Oh, kaputt und hier stinkt es. Gewaltig nach Alkohol. Jetzt kommen wir, glaube ich, ins Abteil, wo die Busse aber langsam ein bisschen moderner werden. Und wo ich mich langsam verlaufe. Justé. Auto Ecolé. Justé. Vielleicht ist das Justiz und das ist ein Gefangenentransportbus. Das weiß ich nicht. Oh, Alter. Hinten reflektiert hier schon wieder was. Mal gerade gucken, wie weit das noch geht. Alter. Das könnt ihr euch nicht ausmalen, wie weit es da hinten noch weitergeht. Hier steht jetzt auf jeden Fall ein etwas modernerer Bus. Oder ein Bus-Skelett nur. Der ist auf jeden Fall nicht mehr auf Rädern. Oder doch, nee, der ist noch auf Rädern, aber der ist irgendwie. Irgendwie wirkt er ziemlich tief gelegt, tiefer gelegt. Der Führerstand ist noch recht gut erhalten. Cookies. Aber ich weiß, wo das Automatikbus. DNR. Drive, Neutral und Reverse. Der ist voll kurz. Der war doch mal größer. Das war bestimmt mal ein Gelenkbus, den sie dann irgendwann umfunktioniert haben und in der Mitte durchtrennt haben. Aber naja, ein Renault-Caddy-Gefährt. Alter. Kannst du mir auch sonst was erzählen hier? Hier stehen bestimmt mehrere Dutzend von Fahrzeugen drin. Hier stehen Werte drin. Das ist unbeschreiblich. Ich weiß nicht, was mir dazu noch einfällt. Ich muss mal überhaupt gerade gucken, ob ich ein Handynetz habe. Ja, drei Balken. Nee, gar nichts. Oh, nee. Nur Notrufe. Alter. Das nimmt echt kein Ende mehr. Das nimmt halt wirklich kein Ende mehr. Das ist bis nach ganz da hinten zugestellt. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das findet. Ich finde das wirklich krank. Wie viele Busse. Was steht da oben? Ich kann das leider nicht verstehen. Hier in dem Bus habe ich gerade noch was Geiles, was Krasses gefunden. Eine Vermisstenanzeige von einer 15-Jährigen. 1,60 groß. Ja. 15 Jahre alt, 1,60 Meter, schlanker Körperbau, braune Augen, halblange dunkelbraune Haare. Weißes Top, roter Pullover, blaue Jeans. Drei Viertel Fischstein, schwarz, schwarze Stiefel, lange Ohrringe, Piercing unter der Lippe. 31.10.2008. Traurig. Hoffentlich haben sie die Dame wiedergefunden. So, ich habe mich mal kurz hier hingekniet. Ich habe die anderen jetzt angetroffen, habe denen mal gesagt, wie weit es da hinten noch weitergeht. Jetzt habe ich eher die Problematik, dass die Taschenlampen-Akkus und Kamera-Akkus sich alle zum Ende hin neigen. Ja, wir müssen uns beeilen. Scheiße. So Leute, da hinten ist anderes Taschenlampenlicht. Hä? Ja, da ist nichts.
Das ist nicht die Polizei. Wieso sollte die Polizei ausleuchten? Guck mal, was die da machen. Alter. Eine Stativplatte flutscht mir hier raus. Oh, ich hab wieder ein Netz. Geil. Moin. Doch. Toll. Viel Spaß. Have fun, guys. Was? Keine Ahnung, ich hab kein Französisch gehabt. Ich kann nur Englisch. Ja, Leute, ich hab gerade kurz die Stativplatte festschauen müssen, aber hab gehört, andere Ölwechsler. So, Leute, wir sind draußen. Ja, das geht. War eine geile Location, sehr faszinierend und beeindruckt mit den ganzen Bussen, auch wie viele es waren. Damit hätte ich eindeutig nicht gerechnet.